Pardon? Wunderbar. Raymond, Lapart Ihnen Bescheid. Ja, er hat mit mir gesprochen. Karl-Heinz Zimmer. Servement. Stört es Sie, wenn ich mir die Haare trockne, während ich Ihnen zuhöre? Nein. Nein. Sie sind Schauspieler, nicht wahr? Sind Sie doch. Keineswegs, keineswegs. Ach, himmlisch, himmlisch. Einfach hinreißen. Lebensüberdruss. Ja, ja, wir haben Probleme. Ja, ich weiß es. Er weiß es. Hat man keine Stars, gibt's kein Geld. Und leider ist mein bescheidener Ruhm, den ich jenseits des Rheins hatte, mir nicht gefolgt bis hierher. Karl-Heinz Zimmer! Sag Ihnen das was! Ich bin nur ein Schauspieler. Und wo kann ich den bitte sprechen, den Regisseur? Mann, da ist er doch. Er wohnt hier, weil bei ihm zu Hause die Heizung kaputt ist. Hoho! Ich möchte gerne wissen, ob es eine Rolle gibt für Nadine Chevalier. Komm, lass doch, George, lass den Quatsch. Mein Mantel, Monsieur. Was? Ich sagte, mein Mantel, Monsieur. Sie haben ihn berührt. Na und? Na und? Hat mich viel Geld gekostet, dieser Mantel. Und da ich zufälligerweise ein Homosexueller bin aus gutem Hause, achte ich ganz besonders auf meine Sachen. Und ich komme kaum. Geht da nicht rein. Ich mag diese Art von Leuten nicht. Sie haben mich berührt mit ihren Proletarierpfoten. Nun, wenn du das willst. Sie haben mich wieder berührt. Na schön! Wie sehen Sie aus, Monsieur? Lasst mich los. Wenn ihr genauso vulgär seid wie er, ist es mir gerade recht. Ah! Komm, George. Guten Abend.